Georg Philipp Telemann war neben Kurt Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel der dritte große Barockkomponist in Deutschland. Er war eigentlich zu seiner Lebzeit der bekannteste von den dreien. Das liegt einmal daran, dass Händel, wie ich ja vorhin schon ausgeführt habe, in Finnland war und Bach eigentlich nie aus seiner engen thüringisch-fränkischen Heimat hinausgekommen ist. Aber Telemann war ein Mann der Welt, der in Hamburg, in Mannheim, in Magdeburg, in anderen Städten tätig war. Und es gibt einen weiteren Grund, er war ein Vielschreiber. Das soll keine Abwertung sein, aber er hat eine unglaubliche Anzahl von Werken geschrieben, ist auch relativ alt geworden. Und unter diesen vielen Werken sind viele, die genau den Nerv seiner Zeit getroffen haben, nämlich den Wandel von der Barockzeit in die Rokokozeit, wo man wegging vom strengen Kontrapunkt à la Bach, sondern mehr zu lieblicheren, angenehmen, fast volkstümlichen Melodien. Sie werden das hören im ersten und im dritten Satz unseres Konzertes. Und Telemann hat außerdem eine Neigung dazu gehabt, in der Volksmusik seiner Umgebung zu suchen nach brauchbarem Material. Niederschlag davon werden Sie im zweiten und im vierten Satz dieses Konzertes hören. Dieses E-Dur-Konzert ist sicher eines der Spitzenwerke der Barockzeit, bestimmt eines der Spitzenwerke von Georg Philipp Telemann. Eine ganz besondere Freude ist uns, dass wir Ihnen bei diesem Konzert ein Instrument vorstellen können, das meines Wissens in Lichtenfels noch nie erklungen ist. Es ist die Oboe d'Amore. Und wir sind froh und glücklich, dass wir mit Daniel Mahö eine Meisterin dieses Instrumentes haben. Was heißt Oboe d'Amore eigentlich? Ich würde übersetzen Liebesoboe. Ein Lieblingsinstrument der Barockzeit oder der ausgehenden Barockzeit, die wegen ihres weichen, ausdrucksvollen Klanges eben besonders auch wieder den Nerv der Menschen damals getroffen hat. Dann alles etwas in Vergessenheit geraten ist und heute eigentlich nur bei Aufführungen mit historischen Instrumenten wieder verwendet wird. Die beiden anderen Solisten, an der Querflöte Susi Schäfer und an der Violine, wie schon heute mehrfach gehört, Katrin Dinkelmeier, vereinigen sich zu einem wunderbaren Trio, das zusammen mit dem Orchester ein wirklich wunderschönes Konzert spielen wird, eines, ich darf es Ihnen so sagen, meiner Lieblingsstücke. Und mit diesem Stück wollen wir dann unser Programm beenden und Ihnen auch dann einen guten Heimweg und frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Musik.